gibt es denn das? Wenn ihr mir vorwirft, die Armut in Österreich wird immer größer, die Menschen haben immer weniger Geld, wieso erhöht sich denn die Teilzeitquote nicht? Wieso erhöht sich die nicht? Nicht einmal bei den Frauen, die keine Betreuungspflichten haben. Wenn ich jetzt wenig Geld habe, gehe ich mir arbeiten. Weil dann muss ich ja mehr Geld haben. Das passiert aber nicht. Die Teilzeitquote ist unverändert. Genauso schreibt man, ein Kind in Österreich kriegt keine warme Mahlzeit. Wieso mich am meisten dabei gestört hat, dass ich keine Empörungswellen, auch in den Leserbriefen nicht gesehen habe, was ist eigentlich mit den Eltern? Was heißt, ein Kind kriegt keine warme Mahlzeit in Österreich? Wisst ihr, was die billigste warme Mahlzeit in Österreich ist? Sie ist nicht gesund, aber sie ist billig. Ein Hamburger bei McDonalds. 1,40 Euro. 1,40 Euro. Wenn ich jetzt noch Pommes dazu kaufe, sind es 3,50 Euro. So. Und jetzt behauptet wirklich einer ernsthaft, wir leben in einem Land, wo die Eltern ihrem Kind dieses Essen nicht leisten können. Jetzt können wir noch darüber reden, ist gesund. Da muss ich was anderes tun.